100 Siege hat der Trainer seit dem letzten Spiel auf seinem Konto. Schafft er heute gleich? Es schneit in der MEWA Arena. Echter Winterfußball steht uns also ins Haus. Willkommen zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05 gegen Dynamo Dresden. Jetzt kann das Tor fallen. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Gut, wie er den Ball abblockt. Oh, da ist er durch. Klasse gemacht vom Verteidiger. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da ist das Tor, der Banne ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Köln. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 14 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Und dann verlieren sie doch den Ball. Schönes Zuspiel. Die Chance jetzt. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Bei ihm zeichnet sich natürlich eine tolle Karriere ab. 100 Siege hat er nun schon, eine ganz starke Marke. Und er ist im Moment schon einer der interessantesten Männer an. Jetzt kommt der Schuss. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Chor. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Schütze des Tores war Angel Correa. Toller Distanzschuss. Da nimmt er sich ein Herz und dafür wird er auch belohnt. Der neue Spielstand damit 1:1. 29 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Das ist die Chance. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ecke in die Mitte. Da konnten sie nichts draus machen. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. So, kurz rüber ins Studio, denn es gibt Neuigkeiten zum Spiel im Deutsche Bank Park. Ein Treffer ist gefallen. Wir haben hier das erste Tor für Werder Bremen. Torschütze war Niklas Füllkrug mit einem tollen Weitschuss, erzählt er dieses Tor. Da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Der neue Spielstand damit 1:1. 37 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Auf Abseits entschieden.
Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Ball kommt in den 16er. Da kommt der Befreiungsschlag. Das ist der Pausenpfiff nach der ersten Hälfte. Die Schiedsrichterin pfeift an, Durchgang 2. Wir machen weiter mit dieser Partie. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 49 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung der Schiedsrichterin. Sie gehen dazwischen. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Riesentalent, das ist keine Frage, der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, darf sich glücklich schätzen. Damit hätten Sie hier wieder rankommen können. Wenn Sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen Sie zurück in die Partie kommen? Es wird jetzt hier gewechselt. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Der Torschütze ist Marcos Llorente. Das war ein richtig starker Abschluss. Ja, einfach nur klasse gemacht. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 59 Minuten. Danke für das Update. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Thomas Delaney. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Mainz 05. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. In der WWK-Arena tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für den FC Augsburg. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 67 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Guter Spielaufbau jetzt. Schauen wir mal, ob sie was draus machen können. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Da wäre Platz für den Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Egger. Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin gibt Freistoß. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Groß. Er spielt steil. Gute Idee, dieser Ball. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Sie wechseln aus. Gut dazwischen gegangen. Die Gäste führen hier klar. Wir sind mittendrin in der Schlussphase. Gutes Spiel, kann ich nicht anders sagen. Der Spielstand zeigt das ja auch. Mit 2 sind sie vorne und ich glaube, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Eine Minute wird jetzt noch oben draufgepackt. Jetzt der Schuss. Gut abgeblockt. Ja, vielleicht ist hier noch was drin.
Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Wir sehen es in dieser Schlusspfiff, in dieser Begegnung. Das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. Beide waren hier mehr oder weniger auf Augenhöhe. Umso größer ist jetzt die Freude über diesen knappen Ligasieg. Das hätte auch... Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Da ist das Tor, der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Schönes Zuspiel. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Jetzt haben sie den Ball wieder. Es wird Freistoß für Dortmund geben. Pablo. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Hussein Aouar. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Pogba. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Da ist die Chance. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Und jetzt Freistoß gegen Dortmund. Super Parade, kann ich nicht anders sagen. Das war überragend. Die kommen. Vielleicht ist das die Chance, auch vor dem gegnerischen Tor was zu zeigen. Die Gastgeber wollen heute an die Tabellenspitze, aber dafür muss es auch auf den anderen Plätzen entsprechend laufen. Und das würde dann natürlich die Ambitionen unterstreichen. Sie haben in diesem Jahr hohe Ziele. Ganz knapp vorbei. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Zieht in die Mitte. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Pablo, der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Da ist die Chance. Ganz sichere Parade. Kurz ausgeführt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Sie sind da, Ball wird geblockt. Da ist der Schuss. Auch hier steht der Gold richtig. Er kann den Schuss blocken. Gute Aktion vom Torhüter. Er geht in den Strafraum.
Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Schneider. Ballverlust. Marcos Llorente. Super Pass. Aber dann bleibt dieser Steilpass doch hängen. Gefahr erstmal bereinigt. Egger. Erneut jetzt der Ballverlust. Pablo Fornals. Ecke für die Dortmunder, die hier knapp in Führung liegen. Und da ist klar, diese Chance wollen sie jetzt nutzen. Erstmal geklärt. Hussein Aouar. Kein Problem, ganz sicher. Pogba mit dem Eckball. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Peters. Da haben sie die Chance. Ah, oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Hussein Aouar. Lukaku mit dem Ball. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spiele. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Peters. Er verliert da den Ball. Hussein Aouar. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Hussein Aouar. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Die Gelegenheit. Platz zum Kontern. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Pablo Fornals. Hussein Aouar. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Er gibt den Elfer für Dortmund. Sie wollen die erneute Führung. Der Elfer passt. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Da setzt er sich gut durch. Und es könnte durchaus sein, dass uns demnächst ein bemerkenswerter Transfer ins Haus steht. Buschi. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2-2. Geduldiger Aufbau. Na, ist ein gefährlicher Steilpass.
gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Oh, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft, auf ihn ist Verlass. Llorente! Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 69 Minuten. Vielen Dank für das Update. Houssem Aouar. War kein guter Pass. Die Chance auf den Konter. Abwehr muss aufpassen. Er könnte das Führungstor machen. Er kommt. An den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Die Riesenchance. Den hält er natürlich. Da ist nochmal die Chance auf den Sieg. Es gibt eine Ecke. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Erstmal der Befreiungsschlag. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Wie lange hat dieses Remis hier noch Bestand? Sie greifen an. Gefährliche Szene. Da rettet er ihnen das Unentschieden. Das war eine absolute Glanzparade. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Da ist der Ball erstmal raus. Aus dem Studio gibt es Neuigkeiten für uns. Es gab einen Elfmeter im Parallelspiel. Es wurde auf Elfmeter für Augsburg entschieden. Ja, und diese Chance haben sie sich nicht entgehen lassen. Das ist ein Angriff aufgehalten, ja. Aber Gelb bekommt er dafür wohl. Freistoß wird ausgeführt. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Da kommt die Ecke. Crepin Diatta. Sie rücken schön nach, bieten sich an. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Nochmal Ecke für Borussia. Doch noch die Chance zur Führung. Tor, die Führung. Und es müsste auch die Entscheidung sein, was für ein wichtiges Tor. Wichtig für Dortmund, damit führen sie es. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Paul Pogba. Immer noch im Spiel, klasse gemacht, könnte gefährlich werden jetzt. Gibt den Eckball und wenn sie hier treffen, sind sie sicher durch. Ganz stark abgeblockt. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Lied. Heute dürfen wir Sie aus der verregneten Volkswagen Arena begrüßen. Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind.
Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Dynamo Dresden. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Jetzt der Vorstoß. Das ist jetzt eine Chance. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Giuseppe Pesela. Ja, der Pass kommt richtig gut. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance. Peters. Groß. Gut gemacht. Da holen sie sich den Ball zurück. Die Tabellenspitze ist in Reichweite für die Gäste, aber dabei sind sie natürlich auch ein wenig auf fremde Hilfe angewiesen. Das wäre mal richtig stark und die Belohnung für ihre Saison bisher. Da kann er stehen bleiben, der Ball fliegt genau in seine Richtung. Er holt sich vorne den Ball. Auf Freistoß gegen Wolfsburg entschieden. Und das ist der Ballverlust. Freistoß hier gegen die Wölfe. Oh, grenzwertig. Aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Yannick Gerhardt. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Das könnte was werden. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Was für eine Chance! Da hätte er es fast gemacht. Peters. Schöner Pass. Stark verteidigt. Sie machen Druck. Schussversuch. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Galeno. Lema. Wichtige Aktion. Und nun ein Schuss. Pech, der geht knapp über die Latte. Groß. Schneider. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er versucht's. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. Wolfsburg ist in Rückstand geraten, der Ball rollt wieder. Gutes Tackling. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen.
Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Abpfiff. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Gute Chance. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Vielleicht die Konterchance. Der Ball kommt hoch rein. Sie sind mit 3 Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Giuseppe Pesela. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Und ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden. Ja, wird hier gut unterstützt. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Und da kann er klären. Er holt sich den Ball. Gibt Freistoß für die Wölfe. Jetzt wechseln sie hier aus. Das muss er besser lösen. Jannik Gerhardt. Viel Übersicht bei diesem Pass. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Er geht dazwischen. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Machen Sie konsequent da hinten. Da können Sie kontern. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Hoffmann.
setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Gefährlich jetzt. Da sieht er schlecht aus. Er trifft ins eigene Tor. Tja, da weiß er selbst, dass das sein Fehler war. Aber noch hat er Zeit, um den wieder auszubügeln. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Schneider. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Geht los. In der K.O.-Runde der UEFA Europa League müssen... Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf das Achtelfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Sporting gegen Dynamo Dresden. Das Hinspiel im Achtelfinale, ein wichtiges Spiel, ist ja klar. Und wenn du einen guten Start hinlegst, dann hast du natürlich beste Karten, was das Viertelfinale angeht. Aber wenn dir die entscheidenden Prozente fehlen, dann kann der Einzug in die nächste Runde schnell außer Reichweite geraten. Was wird er hier geben? Da kommt er ohne Karte davon. Viel Glück und er weiß es. Er weiß es selbst. Der Ball kommt, da kann er erstmal klären. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Dankbarer Ball, ungefährlich. Vor der heutigen Partie gab es durchaus einige Schlagzeilen um ihn. Weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt. Am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, das war's dann mit dieser tollen Karriere. Wolf, er hat viel erreicht, hat uns immer wieder begeistert. Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach nochmal. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Riesenchance zur Führung. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Flanke kommt kurz. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Und damit ist der Ball weg. Und klasse durchgesetzt. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Da stand er gut und gibt Freistoß.
Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Muss er runter. Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Kann jetzt über den Flügel kommen. Sie holen sich den Ball. Alea. Er zieht ab. Gehalten. Eben. Spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Schneider. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Und das war die erste Hälfte. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Ja, vielversprechende Aktion. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Riesenchance. Und da treffen sie. Das erste Tor heute. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei. Lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Sporting ist nun also hinten. Ball rollt wieder. Super Tackling. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Es bleibt erstmal weiter. Gefährlich, können Sie sich befreien. Jetzt können sie die Führung erhöhen. Delva ist drin. Da haben wir nochmal die Wiederholung. Ja, ganz sicher gemacht. Der Ball geht oben ins Eck und ist nicht zu holen. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Auf außen ist Platz. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Muss Abschluss geben. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Das hat er geahnt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Das könnte eine Gelegenheit werden. Vielleicht der Anschlusstreffer. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei.
Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Chance hier. Guter Zweikampf. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Jetzt der Vorstoß. Fahndes Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war hauchdünn. Jetzt wird hier gewechselt. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Da kommt die Flanke. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Meier. Außen ist durchaus Platz für Dresden. Ball kommt an den langen Pfosten. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Er wechselt gleich zweimal. Sporting holt sich jetzt den Ball. Pedro Porro. Könnte gefährlich werden. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Da wäre Platz für einen Konter. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. Die Chance. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Und Jubel bei den Gästen. Das war's für heute in diesem Hinspiel. Man holt sich hier den Sieg.